Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Oh, 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 Happy New Year alle zusammen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wünsche euch alle ein frohes neues Jahr. Hey! We have arrived in 2019. Hm? Auf jeden Fall schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Alle, die neu dazu gestoßen sind, hallo, schön, dass ihr jetzt auch zu der Familie gehört. Ich wünsche euch auch ebenfalls ein frohes neues Jahr. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert meinen Kanal, damit ihr weitere Videos nicht verpasst. Und ja, ich habe auch eine Instagram-Seite, wo ich halt auch Sachen poste in Bezug auf unsere Haare und noch andere Sachen, Produkte und Co. Genau, die Seite heißt Black Rose Flower. Und ich habe auch noch eine private Instagram-Seite, die heißt Black Rose. Ich werde das alles in der Infobox verlinken. Und sonst hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder hier bei mir. Ich war ja kurzzeitig bei meiner Mutter. Sorry, ich kriege auch eine Erkältung, ganz schlimm. Also mein Jahr fängt teilweise gut an, kann man so sagen. Aber ja. Mir geht's gut, ich atme, ich lebe, das ist halt eben die Hauptsache. Gut, ja, also, ich freue mich wirklich wieder hier zu sein, Leute. Und ich habe mein neues Jahr so gefeiert, dass ich halt in Düsseldorf war mit meiner Cousine und noch einige Leute. Wir haben uns da ein Apartment gemietet und so für einen Tag. Meine Cousine und ihre Freundin haben Essen gekocht, wir haben Getränke mitgebracht und so und dann haben wir uns alle an den Tisch gesetzt, gegessen, danach angestoßen und dann auch noch alle zusammen frohes neues Jahr gewünscht, gebetet, gefeiert. And your girl was a bit tipsy, you know, aber... also ich kann Alkohol nicht gut ab und so, aber ich habe trotzdem, ich versuche es immer wieder, ne? Ja, es hat wirklich mega, mega Spaß gemacht. Ich freue mich echt, dass ich irgendwie dabei sein konnte und dass wir das alles gemeinsam feiern konnten. Also würde ich auf jeden Fall definitiv nochmal wiederholen. Schreibt mir, wie ihr euer neues Jahr gefeiert habt, also wie ihr reingefeiert habt in das neue Jahr. Würde mich wirklich interessieren. Tut mir leid, also ich habe wirklich echt Halsschmerzen, deswegen schlucke ich immer wieder und ja, kann dann auch nicht direkt immer so weiterreden. Und sonst, wenn es... Wie ihr sehen könnt, ich habe meine Haare gemacht, ich habe Raster gemacht, hatte ich auch schon angekündigt. Ich habe das seit 7 Tagen, hat mir meine Mutter gemacht, wir haben diesmal auch nicht viel gemacht, wir haben auch nicht wirklich lange gebraucht. Aber das war so schlimm für mich, ich habe sehr lange kein Raster mehr gemacht und vielleicht lag das daran, aber ich hatte 2 Tage lang richtig Probleme und also Schmerzen irgendwie. Meine Mutter hat aber auch nicht wirklich doll gemacht, weil sie mich kennt. Trotzdem war das unerträglich für mich, Leute. Es war richtig schlimm und ich so, ich mach nie wieder Raster. Aber mal sehen. Genau, also, ja, in Bezug auf meine Haare habe ich mir keine Vorsätze. Also ich habe, wie immer, ne, meine Pflege machen und so gucken, dass ich meine Haare lang bekomme und gesund halte und so. Aber sonst so für mich selber habe ich mir natürlich, habe ich einige Vorsätze. Ich möchte dieses Jahr definitiv meinen Bachelor machen. Ich komme dieses Jahr ins 6. Semester und ich möchte auf keinen Fall ein 7. Semester machen. Nein, ich mache dieses Jahr definitiv meinen Bachelor. Und zweitens möchte ich auf jeden Fall nach NRW ziehen. Oh Gott. Also nach Nordrhein-Westfalen will ich ziehen. Mir ist es eigentlich egal, wo ich hinkomme. Hauptsache, es ist halt wirklich lebendig und es ist schön. Also, ob das Düsseldorf ist oder Köln. Also, ne, da würde mir das eher gefallen, glaube ich. Aber wenn das auch an einem anderen Ort ist, ist es halt nicht schlimm. Weil ich muss einfach gucken, dass ich eben ja, ein Anerkennungshype hier bekomme. Genau. Und ich hoffe, dass sie mich dann auch übernehmen und so. Dann habe ich direkt halt eben einen Job. Gut, und drittens, ich möchte einfach mehr Sport machen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich das letztes Jahr vernachlässigt habe. Ich hatte einfach ein bisschen mehr zu tun und war auch teilweise faul, muss ich ehrlich zugeben. Und deswegen möchte ich dieses Jahr ein bisschen mehr Sport machen. Ich habe auch meine Matte, meinen Ball und so. Ich mache eigentlich seit längerem immer nur Sport zu Hause. Und ja, das ist halt so, was habe ich mir noch vorgenommen? Ein bisschen mehr sparen als letztes Jahr, so ein bisschen mehr, ne, was zurücklegen. Man weiß ja nie, was halt noch so auf einem zukommt. Ich werde ja umziehen, dann braucht man definitiv Geld, ne? Genau, also das sind so die wichtigen Sachen, die ich mir jetzt vorgenommen habe für dieses Jahr. Und wie gesagt, für meine Haare
gucke ich einfach, dass ich sie weiterhin so gut pflege und ihnen die Sachen gebe, die sie brauchen, damit sie halt lang und gesund heranwachsen können. Aber es gibt einige Sachen, was ich noch ansprechen muss, was wir zurücklassen müssen in 2018, Leute. Einige Sachen können wir nicht mitnehmen in 2019. Nein, we book it. Wir verbannen die Sachen, das geht nicht. Und zwar, als erstes lassen wir in 2018 no edges, Leute. Say that for me. We are living no edges in 2018. Nee, Leute, das geht wirklich nicht. Also, ich weiß, einige strugglen immer noch mit no edges, aber es gibt vieles, was man eben unterlassen kann und vieles, was man machen kann, damit die edges halt einfach gesund wieder heranwachsen können. Also lassen wir no edges in 2018. I hope you hear me, yo. Ja. Zweitens, wir lassen kurze Haare in 2018. Say it after me. Meine Haare werden wachsen, sie werden schön wachsen, sie werden lang wachsen. Genau, wir lassen kurze Haare in 2018. Oh Mann, ey, ich bin voll Hype einfach. Aber ernsthaft jetzt, Leute, wir lassen diese Sachen wirklich in 2018. Und noch eine Sache, was wir in 2018 lassen, die Vernachlässigung unserer Haarroutine. Weil wenn wir unsere Haarroutine die ganze Zeit vernachlässigen, können unsere Haare nicht gut heranwachsen. Und das lassen wir ebenfalls in 2018. Say it after me. We are living die Vernachlässigung unserer Haare in 2018. Ernsthaft? Wir machen das jetzt. We are living all these three things in 2018. No edges, kurze Haare und Vernachlässigung unserer Haarroutine. Alles bleibt in 2018. 2019 ist nur wirklich top. Level up. We are going to level up. Ne? So hart, dass es einfach nicht mehr geht, Leute, wirklich. Wir wollen gesunde, lange Haare und das kriegen wir auch hin. Wir müssen uns nur ein bisschen mehr engagieren und ein bisschen mehr machen und den Haaren das geben, was sie halt eben brauchen. Deswegen 2019, level up, level up, level up, level up. Oh, genau. Ja, und sonst habe ich eigentlich nichts mehr für euch. Also ich gucke, dass ich weiterhin Videos drehe. Ich werde ein bisschen mehr Chit-Chat machen, weil, wie gesagt, ich kann gerade nicht so viel ausprobieren wegen meinen Haaren. Ab Februar bin ich halt in Bremen bei meiner Mutter. Ich muss wieder ein Praktikum machen. Also ich muss wieder einen Monat Praktikum machen und irgendwann mal so Anfang März bin ich dann wieder hier. Aber den ganzen Januar bin ich jetzt hier, weil ich noch einiges machen muss. Sorry, genau. Ja, sonst, was möchte ich euch noch so erzählen? Eigentlich nichts. Wie gesagt, teilt mir einfach mit, wie ihr halt reingefeiert habt in das neue Jahr. Würde mich wirklich echt interessieren. Und sonst, wenn ihr noch Wünsche und irgendwelche, ja, möchtet, dass ich irgendwelche Sachen für euch ausprobiere, in meinem Kommentarbereich hinterlassen. Dann gucke ich, was ich machen kann. Sonst abonniere, wie gesagt, meinen Kanal und teile meine Videos, dass alle anderen, die irgendwie gerade da noch dabei sind, sich zu entdecken und mit ihrer Routine gerade angefangen haben, das auch sehen können, damit sie richtig gut starten können, eben damit sie halt eben ihre Hair Goals erreichen. Sonst wünsche ich euch noch ein wirklich erfolgreiches Jahr. Ich hoffe, dass ihr alles schafft, was ihr euch vorgenommen habt. Noch besser als das letzte Jahr. Noch mehr Level Up, Leute. Noch mehr Glowing, noch mehr Flourishing, noch mehr. Einfach das Beste wünsche ich euch. Und danke, dass ihr immer meinen Kanal supportet. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass meine Videos euch helfen. Oh, und für die neuen Abonnenten oder allgemein nochmal so zu Protokoll. Wollte ich nochmal sagen, ich habe hier auf meinem Kanal alles in Playlists gepackt. Ich habe Playlists über darüber, wie man anfängt, Tipps für gesunde Haare, DIYs, wie man seine Haare frisieren kann und was noch, Chit-Chat-Playlist und ich glaube noch andere Sachen. Und ich habe die Playlist auch so so geordnet, dass man wirklich mit dem wichtigen Video erstmal beginnt und dann sich runterarbeitet. Deswegen, wenn ihr erstmal auf meinem Kanal seid, schaut euch bitte, bitte, bitte Afrohaare Basics an, weil da habe ich alles reingepackt, was man eben so wissen sollte, wenn man mit seiner Haarroutine anfangen möchte. Genau, sonst hinterlasst mir dann einfach die Kommentare und ich gucke, was ich dann machen kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dahin viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann!